9. März 1972. Die Raumsonde Pioneer 10 startete mit einer Nachricht an außerirdische Lebewesen, die die Koordinaten der Welt enthält. Im Jahre 2050, lange nachdem die Sonne das Sonnensystem verließ, befand sich die Pioneer 10 noch auf Kosmosreise. Plötzlich wurde sie mitten im Weltall angehalten und hörte auf zu senden. Die Techniker vermuteten einen Übertragungsfehler, das war ein schwerer Irrtum. Jemand hatte die tollkühne Nachricht der Erde abgefangen, um sie für seine eigenen Zwecke zu verwenden. Wieder im Anflug. Halten Sie den Kurs 759. Landebahn frei. Das Wartungsteam in die Zentralhalle. Das Wartungsteam in die Zentralhalle. Commander, Leutnant Darkin ist hier. Die soll reinkommen, bitte. Leutnant Jessica Darkhill, 11. Geschwader. Ja, Sir? Rühren, Leutnant. Ich möchte Ihnen Major Karanov vorstellen. Wie Sie wissen, ist die Lage in New Babylon sehr kritisch. In wenigen Tagen werden die wiederholten Angriffe von Keshran unser Verteidigungssystem zerstören, wenn man überhaupt davon sprechen kann. Vergessen Sie nicht, vor dem Krieg war New Babylon eine zivile Basis, keine Festung. Major Karanov? Commander? Bitte weiter. Erklären Sie dem Leutnant, warum sie heute hier ist. Ja. Leutnant, Sie wissen, dass die Flotte der Keshran in die Erdumlaufbahn eingeschränkt ist nach Zerstörung unserer Kolonie auf dem Mars. Ich weiß, dass Major Morgan und Sie Ihr Bestes versucht haben. Major Karanov, bitte kommen Sie zur Sache, bitte. Verzeihung, Commander. Leutnant, wir haben herausgefunden, was die Keshran mit der Erde vorhaben. Vor 3 Stunden schloss sich das Flaggschiff wieder dem Rest ihrer Armada an. Das Flaggschiff tauchte im normalen Raum hinter Plutos Umlaufbahn auf, bevor es seine Position in Lagrange Punkt 5 einnahm. Seitdem haben sich die feindlichen Flotten ihm angeschlossen, das Schlimmste. Wegen dieser Bedrohung beschloss das Oberkommando den Angriff des Keshran-Flaggschiffes. Für diese Operation unterstehen Sie und Ihr Geschwader dem Hauptquartier der Manhattan Orbital Defense Forces der Erde in New York. Danke, Major. Nach dem Abflug Ihrer Einheit wird das zivile und wissenschaftliche Personal der Basis evakuiert. Mit Hilfe des 5. Geschwaders. Um Sie zu begleiten und zu beschützen bis Manhattan. Irgendwelche Fragen? Nein, alles klar, Commander. Darf ich gehen? Ja. Leutnant, Jessica, sei bitte vorsichtig. Du auch, Vater, du auch. Keine Angst, bis bald. Es gibt Befehle, die ich nur sehr ungern gebe. Ich weiß, wie schwer es Ihnen fällt, solch eine Mission Ihrer Tochter zu übertragen. Aber Sie hatten keine andere Wahl. Leutnant Darkhill ist unsere beste Pilotin und sie verfügt über exzellente Taktik. Aber vielleicht hätte ich Major Morgan nicht erwähnen dürfen. Karanov, mein ganzes Leben habe ich damit verbracht, Sie auf so schwere Augenblicke vorzubereiten. Aber heute würde ich alles dafür geben, um mir das zu ersparen. Gott schütze Sie. Möge der Herr mir verzeihen. Zweite Gruppe, bleiben Sie in Verteidigungsposition. Vorsichtig, okay? Keine Sorge, Leutnant. Okay, an alle Gruppen, Achtung und vorwärts. Mal los. Verteidigungsbatterien 105 bis 108 aktiviert. Alarmstufe Rot für Sicherheitsteams. Annäherung eines alliierten Schiffes auf 600. Feindliche Präsenz negativ. Sicherheitszone frei.
Beginn der Öffnungsphase von Eingang A. Ich nehme an, Sie haben die Akte über den neuen Fighter gelesen, den Sie beim Gegenangriff fliegen sollen. Ja, General. Er verwendet ein neues mentales Kontrollsystem. Es wurde aus dem entwickelt, das ich bereits testen durfte. Außer ein paar Modifikationen ist es identisch. Dieser Prototyp folgt all Ihren Reaktionen. Das ist er. Das ist ja ein Riesending. Ja. Dieses Raumschiff hat 4 gekoppelte Holocaust MK4 Railguns. Die finden Sie normalerweise auf schweren Bodenfahrzeugen. Damit besitzen Sie dieselbe Feuerkraft wie Ihr Geschwader. Aufgrund der neuen Materialien und des neuen Steuerungssystems ist dieses Riesending so leicht zu handhaben wie ein Spyfighter. Wir werden uns schon aneinander gewöhnen. Alarmstufe Rot, Tore A und B klar. Geschwader 2, 5 und 7, sofortiger Abflug. Hier spricht Prima Leader. Ich hoffe, alle haben ihre Instruktionen. Das, was auf dem Mars passierte, es soll sich nicht wiederholen. Seid schnell und stark. Keine Sorge, Prima Bella. Wir werden bestimmt aufräumen, damit diese Schweine nicht den Central Park zerstören. Dort wollte ich schon immer spazieren gehen. Mit dir. Hey, selbst wenn's dich erwischt, ich werde dich in der Hölle besuchen. Ihr hübschen Turteltäubchen! Na los, Geschwader 1, bereit zum Abflug. Viele Menschen zählen auf uns, vergesst das nicht. Geschwader 1, los! Ist süß. Das war eine tolle Vorstellung. Jetzt haben wir sie fast alle. Die Luft ist rein, Prima Bella. Das Problem ist, diese verdammten Cash-Rahmen sind nur ganz kleine Appetithäppchen. Hey, wenn du noch Hunger hast, schau auf ihr Punkt. Oh mein Gott! Das ist der Titan! Ich sah schon mal Hologramme, aber ich dachte nicht, ja, du wolltest ein Hauptgericht. Okay, Angriffsformation. Blaue und grüne Anführer konfrontiert die feindlichen Abfangjäger. Die restlichen Einheiten folgen mir. Greifen wir das Flaggschiff an. Wir folgen, Prima Bella. Hey, warte, bis wir wieder auf der Basis sind. Commander, unser Radar ortete gerade eine Energiequelle an Lagrange Punkt 5. Verdammt, das ist Jessica. Kennen Sie die Position der kämpfenden Truppen? Nein, Commander. Eine Ortung ist jetzt nicht möglich. Aber ich habe Funksprüche von anderen Raumschiffen. Das glaube ich nicht. Das Flaggschiff ist weg.
geschafft! Auch der Rest Ihrer Flotte sieht nicht gerade gesund aus! Ah ja, aber wer war's? Hank an Prima Leader! Hank an Prima Leader! Hallo, Jessica, bitte kommen! Jessica, mein Gott, hoffentlich... Sie ziehen sich zurück! Sehen Sie fliehen! Hallo, Commander, hier ist ein Funkspruch auf dem Notrufkanal. Major Darkhill an Mondbasis. Hören Sie mich? Ich erbitte sofortige Landeerlaubnis. Schiff beschädigt. Ich wiederhole. Jessica, du lebst. Mein Herz zerspringt vor Freude. Ich brauche mehr als das, Vater. Das Schiff fliegt kaum noch. Schickt die Rettungsfahrzeuge los. Das wird eine harte Landung. Und für eine harte Landung brauchst du einen harten Kerl. Hank, was? Was hast du vor? Den höchsten Pflichten eines Kavaliers gehört, eine Dame sicher nach Hause zu bringen, nicht wahr, Jungs? Vor allem eine Dame wie diese. Oh, Vater. Ich glaube, diesmal ist's vorbei. Sie sind erledigt. Sieht so aus, Jessica. Ich hoffe es.